Riedel Farming in Grünfelder Land? Da muss ich mal reinschauen. Ja. Unbequeme Nacht. Ah, moin. Moin. War es bei dir auch so unbequem? Ja, ich hab eine Steincouch. Da steht der Stein. Hm. Aber ich sehe schon, bei dir gibt's auch Real Farming. Ja. Krass. Haben die hier nur ein Channel? Hm? Hm? Haben die hier nur ein Programm? Ja, leider. Ja, ist fast wie Folter, ne? Ja. Du, falls du gerade kaum was zu tun hast, könntest du eventuell kurz mal meinen Schafenwurm vorbeifahren? Die Wollpaletten kurz beiseite schieben? Ich so viel Zeit habe, weiß ich nicht. Hast du was oben zum Schieben? Weiß ich gerade nicht. Dein Fan steht bei mir am Hof. Ich soll, na, der LKW ist oben und die zwei Hochschlepper, die ich noch habe, stehen oben. Ach, Paletten auf die Seite. Ja, die Paletten muss auf die Seite schieben. Jo, ich guck mal, ob ich da schnell hochfahre. Oh. Mach ich mich jetzt aber mal los. Ja, dann. Warte mal kurz. Ah, da ist offen. Ist eine Cola? Ja. Haben sie nicht. Dann gib mir irgendwas, was sie gerade da haben. Sprite. Ja, nehm ich auch. Kling, kling. Ja, bitte. Danke. So, Pfand darfst du behalten. Danke. Ciao. Ciao. Achso, die Steuererklärung. Bitte schön. Ups. Fahr ich halt nochmal schnell zu dem nach oben. Das wirft zwar meinen Zeitplan ein bisschen durcheinander. Klingelingeling. Ja, wo bist denn du gerade? Ich war gerade beim Metzger. Ich habe mich so angestellt wie du und die nehmen wieder die Tiere nicht an. Kannst du den Anhang stehen lassen? Kann ich auch eben machen, ja. Ja, ich fahre heute Nachmittag vorbei. Oder alles klar. Ich bin ja dann im Schatten mit dem Auflieger. Das ist ja das Schöne. Ja, das Gemeindehaus ist einsturzgefährdet. Da kannst du gerade gar nicht arbeiten. Oh. Ja, hat einen Neumann angerufen gestern Abend noch. So? Warum sagt der, hält mir da nichts? Keine Ahnung. Was wollte er nicht umbringen? Nee, schon richtig. Nur, was ist das denn für ein Gemeinderatskollege? Der sagt mir noch nicht einmal Bescheid, dass das Ding gar nicht zu betreten ist. Ja, so ist das. Deshalb, vielleicht war es ein versuchtes Attentat. Warum sollte man mich dann aus dem Weg räumen wollen? Dazu sage ich jetzt lieber nichts. Oh. aber du kannst ja dann direkt in den Wald fahren. Im Tiefladen. Ja, obwohl ich wollte direkt durch zur Wache, weil obwohl geht der Schnelltrecker aufladen, weil gleich ist eine zwei Verhandlungen und ich muss da sein. Was? Ich muss nachher um 8:30 auf der Wache sein, weil danach jetzt zwei Verhandlungen stattfinden. Ach so. Ja, dann lass den doch beim Ding stehen und ich hole nachher deinen Trecker ab. Ich muss jetzt gerade zum Stefan hoch, weil den habe ich gestern heute Nacht im Knast besucht. Der sitzt ja ein, warum auch immer. Ach so, doch, wegen der Autolackiergeschichte. Oh. Ja. War der da? Das sage ich jetzt nicht. Oh. Aber ich fahre jetzt gerade zu dem, stell seine Wollpaletten gerade mal auf die Seite. Ja. Und dann fahre ich wieder zur Polizei. Oder hol erstmal die. Ja, ich komme dann irgendwie. Und mach dir dein Ding drauf hinten. Ja, ist okay. Gut, bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Ciao.
Okay, dann wäre das schon mal gelöst und wir gucken gleich mal, ob wir, oh Gott, ob wir die Paletten wegkriegen. Vielleicht hat er da ja noch einen alten Trecker mit Frontlader. Denn die, da ist einer, da ist auf jeden Fall kein Frontlader dran. Da ist ein Ladewagen, aber da geht ja nicht viel rein. Das sind ja andere Trecker. Ach, da hinten steht er. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da steht er, ja. Der hat aber auch nichts. Nehme ich aber den hier, weil der hat vorne das Gewicht dran. Damit kann ich ihn, oder sie. Damit könnte ich dann... die ein bisschen schieben. Tucker, Tucker, Tucker. Geht gar nicht weg. Warum denn das? So ist doch supi. Jetzt hole ich da mal rein, ob noch sauber ist. Wenn nicht, dann machen wir noch schnell sauber. Oh Gott. Katastrophe, Katastrophe hier. Mir ist schon klar, weshalb der kein Geld verdient. Mist? Wieso ist denn das jetzt Mist? Ja.
Ich stelle den da draußen hin. Und dann würde es schon passen. So, gut. Dann machen wir uns auf in den Wald. Und danach fahre ich zum Gemeindegrund. Ne, danach fahre ich zum... es wird jetzt ein bisschen kompliziert, ey. Muss ich die ganze Zeit hin und her fahren. Aber naja, kriegen wir schon alles gebacken. Haben ja sonst nichts zu tun. Warte mal, kann ich nicht hier rein? Glaube ich darüber und dann runter und dann kann ich nämlich gleich rechts und dann müsste ich eigentlich direkt zum Wäldchen kommen. Stehen sie auch rum, ey. Alle nichts zu tun, die Polente. Zum Glück fährt der LKW nicht so schnell. So, da ist ja das gute Stück. So, dann beugen wir die mal da rein. Hoffentlich ein paar rein. So dass sich das auch lohnt. Ich muss es doch alle per Hand reinschmeißen.
So, gucken wir mal. Gut, dann werden wir hier mal weiter aufräumen. Das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein und auch die nächsten Tage bei den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.